Das war das erwartet schwere Spiel hier in Münster. Wir haben heute versucht, mit etwas anderer Grundordnung und mit einer etwas anderen taktischen Ausrichtung der Spiele anzugehen. Ich glaube, das ist uns auch in der ersten Halbzeit, in den ersten 20, 25 Minuten ganz gut gelungen. Wir waren sehr dicht im Mittelfeld, konnten auch ganz gut die langen Bälle von Preußen Münster behaupten und wir waren im Spiel drin, was uns leider gegen Saarbrücken im letzten Heimspiel nicht gelungen ist. Da fällt so ein Tor, ja, das hat der Mbuiza kurz gut gemacht. Ist ein absoluter Qualitätsspieler aus meiner Sicht, der seinen Weg auch nach oben finden wird. Und er konnte leider nicht gestellt werden, konnte den Ball nicht blockieren und hat das sehr schön herausgespielt. Und nach dem 1-0 waren wir etwas verunsichert. Wir haben aber ich denke auch sportlich weiter versucht, die Ruhe zu bewahren, haben ja, über die Einsatzbereitschaft, über Kampf und über Lauffreude, über das Kollektiv, ja, versucht, mit diesem Rückstand in die Halbzeit zu kommen. Das ist uns gelungen und wir wussten als Team, dass wir gut präpariert sind, auch für die zweite Halbzeit. Der Platz ist ja nicht leicht zu bespielen und ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft gehabt, dass sie zurückkommen wird. Was man nicht vorhersehen kann, ist natürlich, dass wir am Ende glücklich hier mit einem Sieg nach Hause fahren dürfen. Aber ich denke, in der zweiten Halbzeit hatten wir doch etwas mehr vom Spiel. Es ist in Prozentzahlen jetzt schwer auszudrücken, aber es ist einfach so, wie die Mannschaft gewirkt hat. Und wir haben gefährliche Konter und Tempo-Gegenstöße nach vorne gespielt, aber es war ein Spiel auf Messerschneide. Auch Preußen Münster hatte sicherlich gute Aktionen nach vorne gehabt und ja, nach dem 1-1 war es ein klassisches Abnutzungsspiel. Es sah eigentlich nach einem Unentschieden aus und Uwe Hessen hat seine ansteigende Form bestätigt und hat ein, zwei gute Läufe gehabt und wir hatten Kontakt gehabt. Ich wollte ihn wechseln und er hat mir auch das Zeichen gegeben, dass es noch geht, dass er nochmal alles aus sich rausquetschen möchte und das ist ihm sehr gut gelungen mit dem 2-1. Und dann muss ich sagen, war es relativ einfach für uns, die restlichen Minuten runterzuspielen, weil wir haben wenig zugelassen, wir haben eine gute Lufthoheit gehabt und ja, die Mannschaft ist glücklich, wir sind alle sehr happy. Man sagt uns ja nach, dass wir auswärts nachweislich auch nicht gerade die Übermannschaft sind. Das waren wir heute auch nicht, wir waren keine Übermannschaft, aber wir haben die 3 Punkte. Wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren für das große Ziel Klassenerhalt und ja, jetzt haben wir noch 2 schwere Spiele in den kommenden Tagen vor der Brust und ja, Glückwunsch an die Mannschaft. Wir werden sicherlich jetzt eine schöne, angenehme Heimfahrt haben und freuen uns auch schon auf das nächste Spiel in Regensburg, was sicherlich ähnlich schwer sein wird, vielleicht etwas vom Stil her anders. Wir haben einen guten Kader, wir haben einen breit angelegten Kader und vielleicht werden wir wieder mit den ein oder anderen frischen spielen und ich freue mich schon auf Dienstag. Ich wünsche Preußen Münster, hat hier sehr viel Spaß gemacht, tolle Kulisse, ein schönes Stadion und hat uns sehr viel Spaß gemacht, in dieser Saison auf jeden Fall 6 Punkte einzufahren und ja, ich wünsche Preußen Münster alles Gute für den restlichen Verlauf der Runde und gebe jetzt einfach das Mikrofon weiter. Vielen Dank. Danke mich schon mal für die guten Wünsche, Herr Ronjajic, und gebe das Mikrofon weiter an unseren Trainer Pavel Deutsch. Ja, ich denke, das Spiel ist gerade eben gut analysiert worden. Ich kann nur sagen, dass ich heute bei uns diese Leidenschaft vermisst habe. Für mich unerklärlich, weil wir haben geschafft, 1-0 in Führung zu gehen. Dann haben wir tatsächlich 3, 4 gute Möglichkeiten, vielleicht auch nachzulegen. Da könnten vielleicht das Spiel sich anders entwickeln. Aber wie das momentan halt ist, so ist, dass das bei uns, wir teilen sehr viel Aufwand und kommen wenig dabei raus. Ich sag's nochmal, wir haben
nicht geschafft, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Natürlich, es gibt auch viele Gründe dafür. Wir haben auch sehr viel mit langen Bällen gespielt, was auch sicherlich für diese große Innenverteidiger, was Darmstadt hat, natürlich leichte Aufgabe gewesen. Wir haben nicht geschafft, auch Druck über außen so auszuüben, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem war mir auch klar, dass wir zweite Halbzeit noch viel zu tun haben, um das Spiel über die Zeit zu machen. Wir müssen unbedingt zweites Tor machen, wenn wir gewinnen wollten, und das haben wir nicht geschafft. Und das Spiel nach dem 1-1 ist total für uns ins Wasser gefallen. Die Mannschaft hat nicht mehr an sich geglaubt, habe ich das Gefühl. Natürlich haben wir versucht, aber das war mehr so Alibi. Keiner wollte so richtig Verantwortung übernehmen. Ich denke auch, dass die Mannschaft auf dem Platz von Darmstadt, die Mannschaft von Darmstadt auf dem Platz sich besser verhalten hat. Die waren clever und haben das einfach ausgenutzt, die Fehler, die wir gemacht haben. Und aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich mir, ist auch nicht so ganz unverdient, dieser Sieg für Darmstadt. Das ist sehr, sehr schmerzhaft für uns und bin sehr enttäuscht, vor allem, das dürfte nicht passieren, vor allem zu Hause. Wir haben vorher unter meiner Regie wirklich gute Leistung gebracht, immer gute Spiele gemacht. Heute war leider nicht der Fall und wir sind auch natürlich mehr oder weniger verdient als Verlierer vom Platz gegangen. Und das tut mir natürlich sehr, sehr weh, dass wir heute nicht geschafft haben, an diese gute Leistung, was wir vorab gefahren haben, anzuknüpfen und auch vielleicht auch nicht unbedingt scheuen spielen, aber clever spielen und da heute mit 3 Punkten natürlich etwas mehr Ruhe zu haben. Aber das nutzt jetzt nicht zu jammern. Ich bin nicht zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben auch viel Sachen gehabt, zu intern zu klären. Gab es einige Probleme, aber das ist ja keine Entschuldigung. Ich habe mehr Leidenschaft erwartet, mehr Emotionen von der Mannschaft und das habe ich heute vermisst. Dankeschön. Danke sehr, Pavel Dotschew. Ich habe Endergebnisse vom 29. Spieltag für Sie. Heidenheim gegen Aalen 3:1. Offenbach gegen Osnabrück 3:0. Unterhaching gegen Stuttgart 4:0. Oberhausen gegen Babelsberg 1:0. Sandhausen gegen Jena 1:0. Rückers Erfurt gegen Regensburg 2:2. Wacker Burghausen gegen Wien Wiesbaden 2:2. Und Saarbrücken unterliegt Arminia Bielefeld, unserem nächsten Gegner, mit 2:4. Kommen wir zu Ihnen, Ihren Fragen bitte. Eine Frage an Pavel Dotschew. Sie haben gerade gesagt, es gab interne Probleme. Da muss man natürlich mal nachfragen. Was meinen Sie damit? Intern meine ich rein sportlich, nicht irgendwas anderes. Ich meine mit Verletzungen und kurzfristigen Ausfällen. Auch Dachfuß musste in der Halbzeit in der Kabine bleiben, der hat auch mal wieder in seinem Sprunggelenk wieder was abbekommen. Mit Clement ist auch von über Nacht ausgefallen. Also wir haben schon ein bisschen, das meine ich, Probleme, die wir ganz kurzfristig für uns, oder ich musste ganz kurzfristig auch umstellen. Deswegen war auch diese Rotation von Marco Rima von außen nach innen, das habe ich nicht gerade gerne gemacht. Wobei Marco Rima, meine ich, war von wenigen Leuten, der heute gute Leistung gebracht hat. Also das ist aber für uns keine Entschuldigung. Weil ich sage es nochmal, Entschuldigung kann man immer finden, aber darum geht es nicht. Wir haben tatsächlich nicht heute unsere Leistung abgerufen und deswegen vor allem zu Hause erwarte ich ganz andere Auftreten von meiner Mannschaft. Also das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fand zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit war ein meilenweiter Unterschied, was die Leistung angeht. Was haben Sie der Mannschaft in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben, genau da weiterzumachen, oder haben Sie gesagt, vielleicht ein bisschen defensiver zu stehen, tiefer zu verteidigen? Nee, also ich habe natürlich nicht gesagt, dass wir tiefer stehen müssen oder nur reagieren. Das war der zweite Halbzeit, dass wir zu passiv waren. Wir haben nicht mehr weiter so nach vorne gespielt, wo erste Halbzeit mehr investiert haben.
Ich muss auch sagen, dass die Leute, die reinkamen, die haben auch nicht gerade diese frische Wind gebracht. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Und das kommt auch noch dazu. Und ich habe natürlich nicht gesagt, dass wir jetzt uns verteidigen müssen und nur reagieren. Das war nicht der Fall. Im Gegenteil, ich habe gesagt, dass wir etwas clever sein müssen, so wie der Gegner. Ich muss an dieser Stelle sagen oder Kompliment machen an meinen Kollegen, nicht nur auf dem Platz waren sie clever, auch auf der Bank haben sie auch mit allen Mietern gearbeitet. Also, ja, die waren heute einfach die clevere Mannschaft. Ja, das ist alles. Wir sind meiner Meinung nach wie vor zu naiv auf dem Platz. Der Gegner hat, weiß nicht, wie viele Freistöße provoziert, wo, ich sag mal, die Hälfte davon gar keinen waren. Aber die haben sich profitiert von diesen Freistößen. Und wir leider nicht. Gibt es weitere Fragen? Herr Hilf, bitte. Herr Dotschaff, wie schätzen Sie die Gesamtsituation nach diesem heutigen Spieltag ein? Müssen Sie sich Sorgen um den Klassenerhalt machen, beim Blick auf die Tabelle? Ich vertraue die Mannschaft absolut und ich weiß, dass wir Qualität haben, Klassenerhalt zu schaffen. Die Enttäuschung ist einfach da nach diesen Niederlagen. Ich denke an sowas jetzt momentan nicht. Wir haben nächstes Spiel, wir haben diese Woche noch sind noch sechs Punkte zu vergeben und ich konzentriere mich auf den Wesentlichen. Und natürlich, durch diese Niederlage hat sich unsere Situation nicht verbessert. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt richtungweisend alles. Heute haben wir die Woche leider mit Niederlage gestartet, aber das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie zusammenbrechen werden oder sowas. Stark genug, auch die Kurve zu kriegen, je schneller natürlich, desto besser. Noch weitere Fragen? Dann darf ich die Pressekonferenz schließen. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, hoffe für die Gäste, dass die Dopingkontrolle schnell zu Ende geht und wünsche Ihnen eine angenehme Heimreise. Tschüss, auf Wiedersehen.